Hallo und herzlich willkommen zurück. Legion's always looking for strong, capable warriors. If you think you've got what it takes, our headquarters is in Solitude. Auf meiner Reisen. Ihr seht es schon, es ist ziemlich lebendig hier. In Himmelsrand. Freut mich. Ich habe extra so ein paar Neuigkeiten eingefügt. Ich mache mich aus dem Staub. Okay, geht. Tschüss. So, oh, ein Schmetterling. Du bist hungrig. Okay, ich bin hungrig, ich weiß. Esse gleich mal etwas ganz Feines von Helden. Das leider kaputt ging. Wurde abgebrannt von einem Drachen, den wir, jo, leider verabschieden mussten. Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Okay. Ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. So. Okay. Oh. Wilde Tiere. Ganz zahm. Was sind denn das für Leute? Was sind das für Vögel? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Okay, interessant. Na los, seht selbst. Jo. Magier, ja, das wäre für uns etwas. Dieb, okay. Ah, und Krieger. Wow, ist das sehr schön. Mit einem Boot drauf. Da unten ist irgendjemand, ein Fischer. Cool. So. Wir möchten Magier sein. Wir. Ein Magier? Jo. Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ach was. Ich maße mir da kein Urteil an. Ich bin halt naturverbunden. Ich möchte Druide werden. Muss ich Magie studieren? Gehen wir gleich mal irgendwo hin, wo uns Magie beigebracht wird. Weil wir wissen eben noch nicht viel. Wir haben geschlafen. Wurden uns sonst geweckt, haben ein paar Sachen wieder vergessen, leider. Zu, aber vielleicht werde ich ja wieder gute Magier. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Jo, mach ich. Jetzt überall schöne Blumen. Okay. Oh, schöner Bach. So. Ja, die Natur ist sehr schön. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Also sind wir bald da. Ja gut, haben wir noch nicht viel Hunger. So, mal uns ein bisschen umschauen noch. Da oben ist auch irgendwas. Zwei Magier, okay. Sehr interessant. Also. Hey, Alva. Was war? Hallo. Okay, jo. Wieder sind wir auch langsam ein bisschen. Okay. Oh, cool. Metall. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Ach, wie cool es hier ist. Schön, wow. Guten Tag. Onkel Alvor, hallo. Hadwa? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund. Hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Ja. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen. Ja, ich auch. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter.
Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Mhm. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Ja, ja. Er wird uns alle töten, bestätigen. Dann werdet ihr mir schon glauben. Okay, gut. Okay, da sind wir nämlich hineingelaufen. Hallo Katze, hallo. Also, erstmal rasten. Sigrid, wir haben hallo. Besuch. Hatwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Okay. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Soll ich hier sitzen? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem ja. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Okay, kann ich gerne machen. Wenn es natürlich nicht wieder tödlich wäre. So kurz vor dem... ja, Tod vor dem Block. Ein Kopf kürzer. Müssen wir natürlich noch ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Mhm. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay, mache ich sofort. Ja, eben. Die Leute sind noch ein bisschen abergläubisch. Die haben Drachen natürlich nie gesehen oder fast nie. Jo. So, das muss ich ja nicht fragen, das haben wir schon. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, danke für die Beschreibung. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Gut. Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenkt. Wie denn das? Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle.
Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Auf Wiedersehen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Nun, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen.
So, sorry fürs Warten. Ich mache das Video ein bisschen länger. Ungefähr 6 Minuten, 7 Minuten ungefähr. Okay. So, es war ein wichtiges Telefon. Und ja, leider hat sie erst jetzt gezeigt gehabt, meine Therapeutin. In den starken Schmerzen, die ich heute hatte. Bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen, aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Naja. Gut, was denkt ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, schönen Tag, Sigrid. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja, einen tollen Drachen. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ja, mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ja, meine Physiotherapeutin, die ist natürlich da. Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbieten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Okay, gut zu wissen. Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete, wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt. Oh, so viel Gold, danke schön. Was ihr braucht. Das im angemessenen Rahmen. Ui ja. Gold für Nahrung. Schön. Die anderen Sachen wollt ihr nicht, dass ich die nehme? Ich bin ja kein Plünderer, aber ich brauche auf meinen Heldentaten. Für meine Heldentaten brauche ich schon etwas von euch. So. Ja, die wertvollen Sachen, die wollen sie natürlich nicht. Aber sie wollen ja uns danken dafür, dass wir die Hilfe. So, wir brauchen ein paar Sachen. Kämpfen. So Eisensachen habe ich nicht so gerne. Nehme etwas ganz Lockeres. Okay, das Essen nochmals mitnehmen. Lieber Leichtes als Schweres. Ohne Fackel, gut. Hm. Pferdefell ist leider. Dann wieder Klauen. Ein Gold, dankeschön, das hilft mir. Nimm die Holzfäller-Axt von dir mit. Die könnte ich gebrauchen. So, und du? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Also sag doch du mal kurz... Ja, nehmen wir das zuerst. Natürlich. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Ja, besser ist die anderen Radikalen. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Ja. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. So. Ja, meint ihr, General Tullius weiß, wo dieser Drache hergekommen ist? Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden.
Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben. Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Ja. Ja, gut. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Ja, ich bin aber hungrig. Okay, noch nicht so sehr. Kann ich das Brot essen? Ich möchte ein Brot, ein fettes, dickes Brot. Da. Und jetzt geht's mir besser. Ja. Das ist ein bisschen doof. Können wir etwas fragen? Aua. Ah, ich bin wieder hungrig. Okay, bin ich angekommen. Danke, aber darf ich kurz etwas fragen? Fühlt euch wie zu Hause. Aha. So, wir machen einen Kohle-Eintopf. Kohle-Eintopf, genau. So. Jo. Ein Heiltrank. Können wir einfach größer machen, okay. Und der starken Heilung. Ich lasse die mal mittel, weil sonst haben wir dann zu wenig Heiltränke. Gut, sonst können wir leider nichts mehr machen. Vielleicht fehlt uns noch das Salz. So. Kaninchen nehmen wir aber noch mit. So, dankeschön für die Hilfe. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wir gehen mal kurz uns umschauen. Oh, es ist schon dunkel. Boah. So, hier ist ein Stadttor. Gehen wir mal hier über die Brücke. Was haben wir denn hier? Oh, die Wassermühle, okay. Schön. Hallo, Huhn. Ist das dein Nistplatz? Okay. Ja, was haben wir denn hier? Okay, einen Schleifstein. Ist da auch eine Axt? Oh, rote Äpfel, danke. So. Nein, man wollte ich nicht mitnehmen. Aber Mehlsäcke doch. So. Ist da auch eine Brücke? Vielleicht fürs Fischen. Hallo. Okay, hier ist niemand. Jo, weil Abend ist, gehen wir mal ins Gasthaus. Vielleicht ist der Laden noch offen. Ich bräuchte irgendwas. So, und das ist ja das Haus von der alten Dame, genau. Bitte helft. Bitte zieht es in Erwägung, die streunenden Katzen der Gegend zu unterstützen, indem ihr einen Septim in unsere Schale werft. In welche Schale? In die? Ich sehe keine Schale. Okay. Einen Mönch, okay. Hallo. Ihr braucht etwas? Ja, ein bisschen reden. Oder, ja, ein Gebet. So, also hier. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Guten Tag. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit Guten Abend. Musstet. Jo. Dann reden wir mal in dem Team. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ja, das ist nicht so gut. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordwestlich der Stadt gehen. Das also ist euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach... Bei den acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand.
Oh, jetzt muss ich wieder aufstehen. Die Arme. Wer ist die Lucia? Nein, Camilla. Verschwindet, ihr seid hier nicht erwünscht. Was? Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ihr geht jetzt besser. Verkauft die Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay, wir werden das später schauen. Wir müssen jetzt hier runter. So, die haben ein bisschen ein Problem in der, bei der Privatsphäre. Oh, schöne Tränke. Cool. So. Verschwindet, ihr seid hier nicht erwünscht. Wieso nicht? Hm. Ah, weil Nacht wir ist. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ja, ich hab's vorher schon gesehen. Danke. Oh. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Hm. Ein paar Sachen mitnehmen. Ja, ich frage mich, warum nur Lucans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lucan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Hm. Fische. Und die Entenquaden. Schön. Ja, die haben einen großen Mund. Cool. Dies so. Ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Ja, also, Camilla. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Wie weit muss ich noch laufen? Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Okay, gut, Vielen dann Glück. Schlafen wir mal. Lucan und ich warten im Laden auf euch. Ja, wenn ihr wieder offen habt. Anteil. Dieses braucht etwas. Jo. Ein Partner, der kämpfen kann. So, wieder da. Angelzucker, Angel. Schnur und Köder. Mein Name ist Allard Seevogel. So wie der Krieger das Schwert braucht und der Schmied seinen Hammer, ist das erste, was ein Amt angehende Angel benötigt, seine Rute. Okay. Ja, dann angeln wir mal ein bisschen. Ich denke, das wird nicht so schwer sein. Aber viel zu erzählen hat er schon hier. Jo. Okay. Also. Ja, dann hole ich mir halt die Angel zuerst. Einfach mal kurz schön am Abend angeln. So, ich habe jetzt einfach so ein Glück, dass das einfach so dort lag. Was, du hast früh? Nein, nicht zu früh. So.
hat doch schon ein bisschen gemacht. Lass ich vielleicht nochmal ein bisschen warten, bis es heftiger wird. Hä? Hey. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Jetzt hat es zweimal gedrückt. Müssen wir so schnell sein? Mit. Okay. Also irgendwas stimmt nicht, aber vielleicht ist es halt einfach nur ein bisschen annehmen. Okay, da geht ein nackter Mann in die Weten in der Nacht. Hm. Okay, ja. Was hätten sie sagen sollen? Okay, wir gehen mal zum Mann. Wo ist er hin? Da ist er. Ja, in Europa ist ein See. Komm, wir gehen mal eher hinterher nach. Die lebt ein bisschen gefährlich. Wir müssen sie retten. Hallo, hier hat's gefährliche Tiere. Hallo. Hier ist doch ein Mann. Ihr braucht etwas? Oh, hallo, guten Tag. Können Sie aufpassen, hier sind doch... Wenn die das nur nicht würden machen mit dem Schwert. Ja gut, ich habe aber rechts geklickt. Ist nichts in Brand, in Ordnung? So, wunderbar, wir haben es geschafft. Die waren nicht so stark. Hallo, geht's Ihnen jetzt gut? Okay, immerhin habe ich ihn gerettet. Er wäre sonst gestorben. Also, wunderbar. Jetzt gehen wir lieber wieder zurück. Es ist Nacht. Und ich habe Hunger noch. Was könnte ich denn essen? Jetzt nicht alles essen. Ich könnte vielleicht etwas braten. Ja. So, also ein Fischbraten oder so. Mal gucken. So. Kartoffeln zum Klauen. Nein, gar nicht. So, schlafender Riese, okay. Das Gasthaus. Also. Guten Tag zusammen. Ordner. Ja? Was? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Was habt ihr zu verkaufen? Werf deinen Blick darauf. Bier. Kaltsauber. Ja, die Sachen brauche ich, denke ich, noch nicht. Also gut. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht, oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Ja, gerne. Kurz noch schauen wegen Essen. Ich könnte die zwei Brote hier essen. Ja, schon ziemlich gut, reicht aber noch lange nicht. Wir haben doch, ja genau. So. Essen wir doch einen Mehlsack. Das bringt uns nicht so viel. Äpfel dafür. Ein bisschen, hä? Und die anderen bringen nicht viel. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Kann ich das Alchemielabor nutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Okay, gut. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay.
Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Oh, okay. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft springen? Nein. Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, gut, Uno. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Okay, gut. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ja, gerne. Irgendwas, was satt macht. Oh, hier ist Blasenpilz. Haben wir genug Gold? Warum ist denn teuer? Kaniswurzel. Steht aber leider nicht. Er ist auch nicht zum Essen. Okay, 18 Hungerpunkte für einen grünen Apfel. Nierenwurz, cool. Was wurde noch gesagt? Weizen. Hä? Ich habe nicht genügend Gold. Ich möchte dir etwas verkaufen. Damit ich genügend Gold habe. 5, ja, das trinke ich lieber selber. Manchmal ein bisschen. Etwas. Leider haben wir noch nicht genügend Geld. Wir könnten aber. Können jetzt einfach mal etwas Essen holen, wenn er hat. Ja, das ist ein guter Fisch. Okay, der Rest kann ich mir nicht. Bis zum nächsten. So, ich muss unbedingt kurz. Warte, darf ich mal kurz schlafen? Ich muss, glaube ich, sie ansprechen. Sie schläft schon. Ist so dein Kopfgeld ausgesetzt? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay. Ich suche nach Arbeit. Habt ihr das für mich? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay, gut. So, jetzt kann ich nur nicht übernachten. Ich muss mal kurz hier wecken. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ah, ich habe zu wenig Geld. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Ja, sie hat das auch schon gehört. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay, gut. Ja, wie soll ich jetzt an Geld kommen? Geh du wieder schlafen, ich brauche ein bisschen Geld von dir. Ja, wow. Ich bin wieder hier, das Brot, sehr gut. Oh. Der Niedergang. Ich habe nichts gemacht, Delfine. Ganz normal. So, kann ich ein Zähmer bitte haben? Wisst ihr, wo ich Arbeit finden kann? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay, nochmal. Gut, jo. Ich könnte jetzt kurz das Essen. Wie ist das? Was wir gekauft haben. Lachsfleisch, nein. Da. So, oh ja, das war fein. Gut, schlafen müssen wir dann später. Dankeschön fürs Zusehen. Ich werde natürlich gerne wieder weitermachen im nächsten Part auf unseren Reisen durch Himmelsrand. Jo, wenn ihr Ideen oder Lust habt, da irgendwas jo, zu ändern oder so, Vorschläge habt, was für Mods rein sollen noch, dann dürft ihr das gerne senden. Aber wahrscheinlich gehen Mods auch nicht, weil ich ja den Spielstand schon gestartet habe. Aber jo.
Macht Spaß, so rollenspieltypisch zu spielen und auch im Survival-Modus. Es muss aber natürlich auch ein bisschen etwas, ja, noch gehen beim Essen suchen. Da sind wir natürlich noch ganz am Anfang. So, ich tue mal das überschreiben. Gut. Also dann, bis nächstes Mal. Tschüss.